Ja, da können wir die alten Steine oder Stamm mit dem recht heiklen Süsche, wo heißt, ist doch Wurscht. Und gemeint ist, jeden Tag werden wir mit neuen Aufregungen und Nachrichten konfrontiert. Aber blitzschnell ist alles vergessen und uns ist es wurscht, was passiert ist. Die alten Steinemann spielen das Süsche am Beispiel von den beiden bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaften in Brasilien und vor allem in Katar aus. Was interessiert uns schon, was vorher alles passiert ist, ist doch wurscht, vergessen. Also auf die Laterne ist das Vorderst. Und vorne erkennt man die wichtigsten Funktionäre, ein Scheich, eine blutverschmierte Katar-Fahne. Und hinten zeigt man die FIFA WM-Pokal, wo aus Totenschädel rausschauen. Und vor allem eigentlich, eben, sie werden ja wie Sklaven dargestellt. Weil wir wissen ja, dass dort sehr, sehr viele Leute gestorben sind jetzt bei der Bauarbeit. Genau. Der WM. Und das ist sehr umstritten. Das sind eigentlich Billigarbeiter und die über 40, 45 Grad arbeiten. Und auch bei jungen Leuten hat es sehr viel Hausversagen. Aber was macht man schon in Korea? Also auf dem Zettel. Und in dem Fall ist Don Gourmayor nicht vorne, sondern hinten als Sepp Blatter. Und hinten dran verteilen sie Würst, weil es ein bisschen eine Wurst ist. Also wahrscheinlich ist er auch hinten dran, dass er nicht mehr sehen muss, wie schlimm das vorne ist. Also auf dem Zettel steht zum Beispiel, bei diesen Bedingungen sterben ein Haufen, ist doch Wurst, solange man an der WM den Bier saufen. Und wir gehen wieder runter zu Diana. Ich wollte schnell demonstrieren, wie die Würste serviert werden. Das macht das super. Was? Eigentlich sollte man jetzt ein richtig bisschen laufen hier. Die kennen das Set, das spart überall. Das hat auch kein Gas mehr drin. Und ich muss doch ein bisschen schütteln. Vorführen. Ja, das ist immer so. Weißt? Aber bei dieser Hitze brauchen wir es eigentlich gar nicht. Hey? Aber du darfst gerne auch so eine nehmen. Oder? Ich bin zwar Vegetarier, aber ich danke ganz herzlich. Es sieht ganz toll aus. Schöne Fasnacht. Er soll sich unter das Kostüm nehmen, dann brüllt es nämlich schon.